Musik als Gesamt ist für dich die Motivation. Du hast vorhin angesprochen, egal ob Rockkonzert oder Elektro. Hast du auch noch ein weiteres Projekt, wo du gesagt hast, Orlando Menthol, ja, ist über einen Kollegen aus dem Elektrobereich entstanden. Da dürfen wir sicher auch das auch noch ein bisschen antönen, oder? Das ist nicht so publik bis jetzt. Ja, also ich spiele bei den Mundartisten. Das ist eine Hip-Hop-Band. Ich bin als Knäckebull unterwegs. Und ich bin eben noch bei Orlando Menthol. Das ist mein ehemaliger Produzent. Also der, der auch Beats für mich gemacht hat. Simon Kalweit und ich. Und er war immer so ein bisschen auf dieser Goa-Techno-Schiene, oder? Und ich habe es immer so ein belächelt. Nein, stimmt, denke ich, ich habe es von Anfang an eigentlich geil gefunden. Und irgendwann habe ich auf gebrochenes Englisch drüber gerappt. Und die Leute haben es sehr geil gefunden. Und jetzt haben wir ein Album rausgebracht, vor einem halben Jahr. «The Messages the Media» heisst es, 20 Stück drauf. Die Medien haben es wieder nicht mitbekommen, aber es ist eigentlich ein sehr geiles Album. Und wir haben auch viele abgefuckte Gigs gehabt in schrummligen, schummrigen Clubs. Ja.